Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Guten Morgen zusammen zu unserer dritten Ausgabe von Real Estate Brain, dem Online-Format für die Immobilienbranche. Wir haben das vor 3 Wochen zu dem Beginn der Corona-Krise etabliert, dass wir gesagt haben, wir wollen jede Woche Experten zu tagesaktuellen Themen diskutieren. Wir haben heute wieder 2 hochkarätige Referenten von Baker McKenzie und der UBS. Wir haben 286 Anmeldungen zu dem Seminar und diskutieren natürlich zu dem Thema, wie wirkt sich Corona auf die Transaktion aus. Initiiert ist das Format für Deutschland, Österreich und Schweiz von Swiss Circle, Swiss PropTech und Build World. Und ich würde jetzt auch gleich zu Mario übergeben und einfach ein paar Inhalte zum Format erklären. Sehr nett. Besten Dank, Wolfgang, für diese Einleitung. Ich darf Ihnen das Format Real Estate Brains ein Stück näher bringen. Für die, die das erste Mal dabei sind, ist es wichtig zu wissen, dass das ein offenes Format ist, Real Estate Brains. Also es richtet sich an Immobilienprofis und immobilieninteressierte Personen. Wir versuchen, die Meinungsbildung mit topaktuellen Referaten und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen zu unterstützen. Diese Meinungsbildung hilft dabei, sich in der schnelllebigen Zeit, wie wir sie derzeit auch erfahren, wo sich eigentlich die Informationslage von Tag zu Tag fast schon überschlägt, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden und sich eine eigene Meinung zu bilden. Wir versuchen, solche Szenarien und Gedanken von Experten zugänglich zu machen, zu verschiedensten Themen, die wir laufend den aktuellen Ereignissen anpassen. Die sind zum einen Marktthemen, können aber auch Innovationsthemen beinhalten oder eben auch wissenschaftliche Themen, indem wir auf Studien eingehen. Die nächste Runde von Real Estate Brains findet da oder ist bereits schon in Planung und diese findet am 28. März statt, wiederum von 8 bis 9 Uhr. Zum Thema dieses Mal voll in die Krise, Corona-Krise, Immobilienkrise und Bankenkrise. Also viel krisiger kann es fast nicht mehr werden. Wir sind gespannt, was da unsere Referenten dazu zu berichten haben. Die weiteren Themen werden Sie laufend aktuelle Informationen finden, und zwar auf unseren Webseiten von Swiss Circle, Swiss PropTech und eben Build World. So, und jetzt darf ich Sie weiterleiten an Jonas Haberkorn, der Ihnen noch ein paar technische Instruktionen geben wird, wie Sie sich durch diesen Zoom-Chat navigieren können und wie Sie auch an der Live-Umfrage teilnehmen können. Viel Vergnügen und einen schönen Tag. Ja, danke, lieber Mario. Wir sind mittlerweile bei 154 oder 155 Teilnehmern. Wir haben noch ein starkes Wachstum weiterhin. Wir haben auch wieder eine Menti-Live-Abstimmung. Da können Sie wieder live auf www.menti.com und den Code 52278 verwenden. Ich wiederhole nochmal www.menti.com und der Code 52278. Wir haben die erste Frage dort an Sie gestellt, an alle Teilnehmer. Wie viel Prozent der Transaktionen werden entweder verzögert, durchgeführt oder abgesagt bzw. verschoben? Genau, mit diesem, sage ich mal, interaktiven Tool gebe ich weiter an Roman, der die Teilnehmer begrüßen wird, und ich sage vielen Dank. Herzlichen Dank, Jonas, für die Technik. Auch ich begrüße Sie zur dritten Ausgabe von Real Estate Brains. Ganz speziell möchte ich diejenigen begrüßen, die das erste Mal bei uns sind. Das sind nicht wenige. Wir treffen uns ja hier in regelmäßigen Abständen, weil wir uns ja leider nicht persönlich treffen können zurzeit. Und trotzdem sehen wir, dass das Bedürfnis, Know-how zu vermitteln und Erfahrungen auszutauschen, groß ist in unserer Branche. Deshalb haben wir Swiss Circle, Swiss PropTech und Build World, das neue Online-Forum Real Estate Brains, entwickelt. Wir richten uns an Immobilienentscheider der Dachregion und sind damit wohl eine der wenigen, die das tun und diese drei Länder begrüßen. Und lassen in regelmäßigen Abständen Experten zu Wort kommen. Bis anhin konnten wir bei uns begrüßen Christoph Schumacher von Credit Suisse, Stefan Fahrländer von Fahrländer Partner, Thomas Schnabel, Osborn Clark, Susanne Eickermann-Riebe von Sieben Ridge Delis, Marcel Stoffel von Swiss Council of Shopping Places und Nico Schröder, Aachener Grund. Wer die bereits gesendeten interessanten Diskussionen verpasst hat, kann sie auf YouTube auch im Nachhinein verfolgen.
Wir gehen aber heute in ein neues Thema rein, wie Sie bereits gehört haben, Corona. Wir fragen uns Sand im Getriebe für Transaktionen. Wir haben heute zwei Experten zu diesem Thema hier auf der Linie. Daniel Brüllmann ist Head of Real Estate DACH im Asset Management der UBS. Sein Tagesgeschäft, das sind die Immobilientransaktionen. Und deshalb sind wir gespannt, wie sich Corona bei ihm auf das Geschäft auswirkt und noch auswirken wird. Auf der anderen Seite Martin Fuhrer, ganz herzlich willkommen bei uns. Er ist Partner bei Baker McKenzie und einer der gefragtesten Rechtsanwälte, wenn es um die rechtlichen Aspekte bei Immobilientransaktionen geht. Wir können uns denken, dass seine Arbeit seit einigen Wochen nicht mehr dieselbe ist wie bis anhin. Unsere Experten werden je ein kurzes Eingangsstatement halten und im Anschluss daran wird Wolfgang Motrecker die Diskussion eröffnen. Und deshalb möchte ich nun Daniel gerne bitten, das Wort zu ergreifen. Bitte schön. Ja, guten Morgen miteinander. Spannende Zeiten, spannende neue Formate. Es freut mich sehr, dass ich hier zu Ihnen sprechen darf in diesem für einige wahrscheinlich immer noch etwas ungewohnten Format. Es wird aber täglich gewohnter, würde ich mal sagen, weil wir uns eben wahrscheinlich die meisten von uns irgendwo zu Hause befinden. Man hat mich gebeten, ein paar Worte zu sagen, nicht nur zu den Transaktionen, sondern auch zur Mietsituation im Immobilienbereich. Da gibt es natürlich auch viel Spannendes zu berichten. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, grundsätzlich mal ist die rechtliche Situation in Bezug auf die Mieten im Moment unklar. Ich glaube, das ist auch in den meisten Märkten effektiv so. Das heißt, was es im Moment braucht, sind individuelle Lösungen, an denen wir auch laufend arbeiten. Was spannend ist eigentlich, ist, dass man relativ große Unterschiede sieht zwischen den Märkten. Also wenn ich so, im UK schaue oder auch zum Teil in Spanien oder auch Italien, da ist es relativ häufig so, dass Mieten zuerst einmal nicht bezahlt werden und man eben dann in Diskussionen, in Verhandlungen einsteigt, um Lösungen zu finden, während in der Schweiz ein rechter Teil der Mieten bezahlt wird. Es gibt auch hier Mieter, die mal vorsorglich nicht bezahlen, aber der Anteil der bezahlten Mieten ist hier deutlich höher und man versucht eben in den Dialog zu treten und einvernehmliche Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist auch effektiv das Gebot der Stunde, weil, wie gesagt, die rechtliche Situation nicht klar ist, was jetzt zählt, was nicht zählt. Es gibt auch sehr unterschiedlich betroffene Mieter, selbstverständlich. Bei uns ist es so, dass wir generell mit Stundungen arbeiten, wenn das im Sinne der Liquidation, der Liquidität der Mieter wichtig ist, um ihren Betrieb erhalten zu können oder beziehungsweise um die Situation eben von geschlossenen Betrieben abfedern zu können. Insbesondere bei sehr kleinen Mietern, bei Selbstständigen, bei Kleinstbetrieben muss man aber natürlich auch die individuelle Situation anschauen und da sind wir auch bereit, über Teilerlasse oder Erlasse von Mietzinsen zu diskutieren, je nachdem, wie sich das im Einzelfall darstellt. Ich glaube eben, wie gesagt, wichtig ist, dass man effektiv individuelle Lösungen trifft, dass die Mieter auf uns zukommen, wir mit ihnen das anschauen können und dann zu guten Lösungen kommen können. Wenn wir jetzt die Transaktionssituation anschauen, auch da die Situation unterschiedlich, je nach Markt, das sieht man auch. Ich glaube, man kann generell sagen, dass Transaktionsmoratorien oder Stopps von Transaktionen tendenziell häufiger sind im angelsächsischen Bereich. Also wir sehen in UK verschiedene Transaktionen, die jetzt eben gestoppt wurden, wo man sich zuerst mal überlegt, was machen wir jetzt damit, was ist die Situation, wie können wir damit umgehen. Wir haben auch beispielsweise in Frankreich verschiedene Transaktionen, die jetzt mal gestoppt wurden, die man weiter anschaut, weiter diskutiert, währenddem in anderen Märkten wie der Schweiz oder in Deutschland eben das Transaktionsgeschäft doch klar auch weiterläuft. Das wird wahrscheinlich auch in den anderen Märkten so sein, aber vielleicht nach etwas mehr Überlegungen. Spannend ist beispielsweise, dass wir in Deutschland vorletzte Woche eine Transaktion abgeschlossen haben, also mitten im größten Corona-Tumult drin. Das war eine
oder ist eine Büroliegenschaft mit einem staatlichen Mieter. Das heißt, da ist die Qualität des Cashflows natürlich absolut erstklassig, hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, das ist eine Transaktion, die wir jetzt ganz klar machen wollen, trotzdem oder gerade wegen vielleicht der Corona-Krise. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig, dass man individuell das anschaut, dass man die Situation sich vor Augen führt und dass man, wenn immer möglich, eben Transaktionen trotzdem stattfinden lässt. Auch in der Schweiz, kann ich sagen, sind verschiedenste Transaktionen im Gange. Das läuft zum Teil etwas unter erschwerten Bedingungen ab, natürlich, was Besichtigungen angeht und so weiter. Das heißt, da gibt es vielleicht zum Teil zeitlich etwas Verzögerungen, aber ganz klar sehe ich Transaktionen stattfinden, sehe ich Käufer und Verkäufer im Markt präsent sein und wir gehören da effektiv auch dazu. Das heißt, die Situation ist und bleibt spannend und der Markt steht definitiv nicht still. Ich denke, das ist so ein bisschen das Eingangsstatement, das ich hier abgeben möchte. Okay, danke vielmals, Daniel, für diese einleitenden Worte oder für dieses Statement. Ich glaube, wir sind da wirklich in einer speziellen Situation und sind da wirklich gefordert, um mit diesen neuen Rahmenbedingungen umzugehen. Und das hat selbstverständlich auch starke Auswirkungen auf die rechtlichen Aspekte einer Transaktion. Da kann ich mir vorstellen, gibt es auch sehr, sehr viele Unsicherheiten. Wie das genau ausschaut, das hören wir jetzt von Martin Fuhrer, dem ich jetzt gerne das Wort übergeben möchte. Besten Dank, Roman. Auch von meiner Seite guten Morgen. In vielen kann ich anschließen an das, was Daniel Brühlmann von der UBS bereits gesagt hat. Nämlich, es ist klar, die Auswirkungen des Coronavirus, die haben mittlerweile auch die Welt der Immobilientransaktionen erreicht. Nichtsdestotrotz, es gibt weiterhin Transaktionen. Und wenn ich das gerade auch bei uns im Büro anschaue, dann gibt es einerseits Transaktionen, die jetzt überhaupt erst beginnen, also wo effektiv Transaktionen gestartet werden. Aber wir haben auch Transaktionen, die bereits unterzeichnet oder beurkundet sind und die noch vollzogen werden müssen. Und dann gibt es Transaktionen, die nächstens unterzeichnet werden sollen. Was all diesen Transaktionen gemeinsam ist, ist, dass im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit aktuell verschiedenste Transaktionsparameter in diesen Transaktionen neu beurteilt und überdacht werden. Und da ändert sich vieles im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Das betrifft, und auf all diese Punkte werden wir später noch im Detail eingehen, einerseits wirklich die Prüfung der ganz fundamentalen Transaktionsparameter, also beispielsweise natürlich die Bewertung der Immobilie oder im Rahmen eines Share Deals der Zielgesellschaft. Es geht um Fragen der Angemessenheit von Preismechanismen. Das ist typischerweise in einer Immobilientransaktion ja eher eine triviale Sache, nämlich am Vollzug wird 100% des Kaufpreises gezahlt. Da fragt sich heute, ob das effektiv noch angemessen ist. Ein weiteres wichtiges Thema ist die finanzielle Stabilität der Parteien, und zwar sowohl auf der Käuferseite. Steht dessen Eigen- oder Fremdfinanzierung noch, ist beispielsweise eine Frage, aber auch auf Käuferseite. Neben der Hinterfragung von diesen fundamentalen Transaktionsparametern geht es weiter um Prüfung und Anpassung des Dealprozesses. Da stehen vor allem Fragen des Zeitplanes im Vordergrund, aber auch Fragen im Zusammenhang mit der Due Diligence. Nämlich muss sich in Corona-Zeiten der Fokus in der Due Diligence ändern. Und last but not least, man stellt sich heute auch im Zusammenhang mit den Verträgen
natürlich andere Fragen. Gibt es heute zusätzliche Punkte, die in Verträgen geregelt werden müssen? Oder umgekehrt, gibt es Punkte, die gerade nicht geregelt werden sollen? Auch hier stehen im Vordergrund Fragen bezüglich Terminen und Zeitplänen, dann aber auch Gewährleistungen und Garantien. Oder auch die Frage, ob bis jetzt eher unüblich in Immobilientransaktionen vermehrt sogenannte MAC-Clauses, Material Adverse Change Clauses, in Verträge aufgenommen werden sollen. Das ist so der allgemeine Überblick, wie sich aktuell die Situation bei uns präsentiert. Ja, danke Martin, so für den Kurzüberblick. Ich glaube, du hast jetzt viele Punkte angerissen, die wir jetzt im Laufe der Diskussion einfach nochmal durchgehen. Ich gehe mal zurück zum Daniel. Wenn ihr jetzt das schaut und sagt, ihr habt vor 2 Wochen noch was gekauft, sind die Kriegskassen voll bei euch und ihr wartet auf Schnäppchen? Oder gibt es die andere Strategie zu sagen, Mensch, jetzt gibt es bestimmte Sachen im Portfolio, die wir vor möglicherweise einer anstehenden Rezession noch verkaufen? Was ist da so eure Strategie, Bauchgefühl? Gibt es schon eine Strategie auf die aktuelle Situation? Ja, also selbstverständlich muss man im Moment sehr schnell und flexibel reagieren, weil sich die Situation effektiv wöchentlich oder schon fast täglich ändert. Aber ich würde sagen, zweimal ja. Also auf der einen Seite sind wir natürlich interessierte Käufer. Das heißt, wir schauen uns Transaktionen an. Wir hoffen vielleicht auch auf das eine oder andere Schnäppchen. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben sie noch nicht gesehen, weil ich fürchte, wir sind nicht die Einzigen, die so denken. Das heißt, der Markt ist nach wie vor aktiv, die Marktteilnehmer sind präsent. Es gibt Kaufinteressenten, das merkt man. Auf der anderen Seite sind wir tatsächlich in Verkaufstransaktionen drin, weil wir laufend in dem Sinne Liegenschaften identifizieren, die wir gerne abstoßen möchten. Und da wird es spannend sein natürlich, wie weit man da in diesen Transaktionsprozessen tatsächlich dann kommt. Die Prozesse finden statt, zum Teil eben unter etwas erschwerten Bedingungen, mit anderen Fragezeichen oder Fragestellungen vielleicht, als man das üblicherweise hat. Aber wir sind ganz klar als Käufer und als Verkäufer aktiv. Wenn du nochmal, du bist ja auch schon länger in der Branche, wenn du nochmal so die Zeitrevue passieren lässt, hast du das Gefühl, ist gleich geblieben oder sind mehr Transaktionen, die jetzt kommen oder eher weniger? Wenn es ja immer so ein Saisongeschäft, wie hat sich es entwickelt zu 2019? Also ich denke, eigentlich vom Transaktionsvolumen her ist der Unterschied nicht groß zum letzten Jahr. Also es ist definitiv so, dass neue Transaktionen auch gestartet werden. Das heißt, es sind eben, wie gesagt, Marktteilnehmer unterwegs. Natürlich, das eine oder andere wurde gestoppt oder vertagt oder man hat es mal auf Eis gelegt. Aber insgesamt glaube ich, dass das Volumen an Transaktionen, die im Moment unterwegs sind, die im Gange sind, ist relativ groß. Wie viel davon dann tatsächlich abgeschlossen wird, das wird man sehen, weil ich denke, man kann eine Due Diligence durchführen, man kann ein Stück weit kommen in einem Transaktionsprozess, effektiv dann den Abschluss zu machen. Das ist dann natürlich wieder die Frage eben der aktuellen Einschätzung, die, wie gesagt, sehr, sehr schnell ändern kann. Aber insgesamt das Volumen, was im Markt unterwegs ist, ist eigentlich sehr respektabel immer noch. Okay. Jetzt seid ihr ja Treuhänder der Gelder eurer Anleger. Und wenn ihr in Transaktionen einsteigt, muss ja in irgendeiner Form eine Bewertung zustande kommen. Auf welche Daten greift man aktuell zurück in Bewertungen? Also kriegt man aktuell aus Transaktionen vernünftige Bewertungen? Und wenn ja, aus welchem Zeitpunkt sind die? Von vor 3 Monaten? Von jetzt? Und wie schaut die Situation aus? Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, logischerweise. Also Bewertungen müssen im Moment, sage ich jetzt mal, aktueller denn je sein. Ich denke, das ist wichtig. Es ist auch so, dass wir das Laufen natürlich mit unseren Bewertern anschauen und diskutieren. Muss sich auch bewusst sein, dass wir ja für unsere Produkte, für jede Transaktion, für Kauf und Verkauf, aktuelle Bewertungen brauchen. Und da wird man wahrscheinlich im Moment noch aktueller auf den Transaktionszeitpunkt bewerten wollen, als man das im Normalfall vielleicht tun würde. Es ist selbstverständlich auch schwierig, gewisse Parameter einzuschätzen. Also ein
Diskussionspunkt mit den Bewertern sind aktuell die Disclaimer, dass natürlich Bewerter gerne Disclaimer in die Schätzungen integrieren im Moment, einfach aufgrund der großen Unsicherheit. Wir haben natürlich lieber keine Disclaimer, wir haben lieber klare Meinungen auch von den Bewertern. Aber ich denke, auch da muss man sich finden, weil die Umstände sind speziell. Die aktuelle Situation ist nicht immer ganz einfach einzuschätzen. Das heißt, man muss sich da jeweils individuell finden. Ich glaube aber, dass es schon auch wichtig ist zu sehen, dass das Bewertungsmodell auf Basis von DCF-Schätzungen ja eben eine langfristige Perspektive hat. Das heißt, es gibt die kurzfristige, den kurzfristigen Einfluss. Es gibt vielleicht auch längerfristige Auswirkungen der aktuellen Situation, aber man darf da auch einen gewissen Weitblick oder einen gewissen Zeithorizont nicht aus den Augen verlieren, weil vieles wird sich nach der Krise wieder erholen und wird in einer spannenden und guten Art und Weise weiterlaufen. Immobilien werden attraktiv bleiben, da bin ich persönlich überzeugt. Das heißt, einerseits ist wichtig, die aktuelle Situation einzuschätzen und kritisch einzuschätzen, aber eben auch den Weitblick nicht zu verlieren. Okay. Ich springe mal rüber zu dir, Martin. Disclaimer, das wird ja in der Transaktion auch was sein, was du mit einer gewissen Regelmäßigkeit siehst, auf Bewertungen, aber natürlich auch auf Transaktionsparametern. Bleib mal bei dem Thema Bewertungen und Disclaimer. Was fällt dir dort auf und was war in der Vergangenheit und wie steht man jetzt da? Also das ist eine sehr interessante und spannende Frage, oder? Also etwas, was offensichtlich entscheidend ist für die Bewertung einer Immobilie, sind natürlich letztlich nicht primär Brick and Mortar, sondern sind die Cashflows und das sind letztlich die Mietverträge. Und letztlich ist Basis jeder Immobilientransaktion unter anderem ein Mieterspiegel. Und da fragt sich dann natürlich eben schon, hält der oder hält der nicht? Und das sind einerseits Fragen, können die Mieter die eingegangenen Mietverträge in der abgeschlossenen Form überhaupt erfüllen? Dann die andere Frage ist, das wurde früher schon von Dani Brühlmann angesprochen, wie sieht es eigentlich unter der lokalen Gesetzgebung aus? Muss ein Mieter noch den vollen Mietpreis zahlen? Erhält er potenziell eine Stundung? Und vieles im Zusammenhang mit den Mietverträgen hängt dann natürlich auch letztlich von der Branche ab. Also wenn wir über eine Immobilie sprechen, wo Mieten typischerweise stark umsatzgebunden sind, also ich rede beispielsweise von der Hospitality-Branche, von Restaurants, aber auch von Warenhäusern, dann haben wir natürlich die Situation, dass Mieter zwar Mietverträge problemlos erfüllen können, aber null Umsatz bedeutet dann halt auch null Miete. Dann braucht es nicht mal einen Disclaimer, sondern dann kommt einfach nichts mehr. Also das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt, was ich aber interessant finde, und da spreche ich jetzt gerade von einer aktuellen Transaktion, in die wir involviert sind, man kann sich ja gerade auch auf Verkäuferseite die Frage stellen, ob eben die Strategie Disclaimer im Sinn von ich gewährleiste oder garantiere gar nichts die richtige Strategie ist. Wir sind jetzt in einer Transaktion involviert, da sind wir auf der Käuferseite, da garantiert der Verkäufer jetzt von sich aus von Anfang an sämtliche Mieten für das gesamte Jahr 2020. Und das kann aus meiner Sicht natürlich sehr Sinn machen, weil es ermöglicht letztlich dem Käufer einmal die kurzfristige Situation problemlos einzuschätzen, immer unter der Voraussetzung, die Bonität des Verkäufers, der garantiert ist, gegeben. Und dann ab 2021, genau wie es Dani Brühlmann angesprochen hat, wieder diese längerfristige Perspektive einzunehmen. Und weil es in dieser Transaktion eben gerade keinen Disclaimer gibt, sondern gerade das Umgekehrte, ermöglicht das den Käufern eigentlich eine vernünftige, traditionelle Bewertung dieser Immobilie zu machen. Und das kann diese Garantie natürlich auch aus Verkäufersicht durchaus Sinn machen,
Weil der Verkäufer, der mit seinen Mietern eine langjährige Beziehung hat und diese kennt, ist viel, viel besser in der Lage, die Bonität seiner Mieter einzuschätzen, als dass ein Käufer ist, der neu diese Immobilie anschaut und die Mieter neu beurteilen muss. Also entsprechend kann eben gerade kein Disclaimer auch Value schaffen für den Verkäufer. So ein bisschen kennen wir die Mietgarantie, das klingt ja wie nach der Projektentwicklung. Also der Projektentwickler macht das Gebäude und verkauft seinen Asset Manager und gibt noch eine Mietgarantie für einen Zeitraum mit dazu, oder? Das ist mehr oder weniger jetzt das Gleiche, was du angesprochen hast, Martin. Genau, genau. Wir haben jetzt die erste Fragen aus dem Publikum, die sehr stark dieses Thema Bewerter adressiert. Also wir haben einmal, warum braucht eine Bank wie eine UBS eine Meinung eines Bewerters? Vielleicht, Daniel, erklärst du es nochmal so ganz kurz aus Asset-Manager-Sicht, warum es Bewerter braucht. Sehr gerne. Ja, also letztlich ist das eine rechtliche oder häufig eine regulatorische Frage, effektiv. Das heißt, wir müssen von den Produktstrukturen her, von den Vorgaben aus regulatorischer Sicht, in den allermeisten Fällen effektiv aktuelle externe Bewertungen haben, um Transaktionen einzugehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht selbst auch eine Meinung haben über den Wert oder den Preis einer Immobilie. Selbstverständlich müssen wir und wollen wir uns da auch unsere eigenen Überlegungen machen. Aber in den allermeisten Fällen brauchen wir zusätzlich eine externe Einschätzung, einfach um die regulatorischen Vorgaben zu erfüllen. Jetzt ist mir nochmal ganz wichtig, weil hier die Frage nochmal gestellt wird, für wen arbeitet die Bank, Käufer und Verkäufer? Ich muss das nochmal klarstellen, die UBS Asset Management ist ein institutioneller Investor, der Fondsprodukte für Dritte managt, also ein klassischer Asset Manager, also auch nicht anders als eine Union Investment oder wen kennt man denn noch, der nicht Bank ist? Egal, also so ein ganz klassischer Immobilienkapitalanleger und ist dort Treuhänder für Fondsprodukte. Also das ist natürlich ein wichtiger, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Genau, es ist ja nicht, wenn ich das so salopp sagen darf, die Bank, die hier spricht, sondern es sind effektiv die Anleger in diesen Fondsprodukten drin. Seien das Kleinanleger in den börsenkotierten Fonds oder institutionelle Anleger auch in den kotierten Fonds oder in anderen Produkten und Mandaten drin. Das heißt, wir sind als Treuhänder für unsere Anleger unterwegs, absolut. Okay, gehen wir nochmal weiter. Wenn ihr sagt, ihr seid aktuell in Transaktionen drin, was passiert denn mit der Zeitplanung? Also was sind so die größten Probleme, die ihr in so einer Transaktion habt, Corona-bedingt? Ja, das fängt an bei ganz praktischen Problemen. Beispielsweise, wie führt man in dieser Zeit eine Besichtigung durch einer Liegenschaft, was immer noch ein wichtiger Aspekt ist als Teil einer Due Diligence. Beispielsweise bewohnte Wohnungen zu besichtigen ist schwierig oder nahezu unmöglich im Moment. Da muss man nach alternativen Lösungen suchen. Nicht bewohnte oder nicht vermietete Flächen, die können natürlich trotzdem besichtigt werden. Aber häufig muss man das da zeitlich sequenziell gestalten, dass sich eben nicht zu viele Leute an einem Ort treffen. Also da gibt es eben sehr, sehr praktische, konkrete Herausforderungen. Und dann ist aber natürlich auch so, eben die viele Leute sind nicht in den Büros, das heißt, die Daten sind an verschiedenen Orten verteilt. Man verlässt sich natürlich auch sehr stark und mehr als auch schon noch auf elektronische Wege, um Informationen auszutauschen. Aber insgesamt sind die Transaktionsprozesse einfach etwas komplizierter und dauern dadurch in der Tendenz länger. Und ich glaube, es braucht einfach das Verständnis von beiden Seiten, von Käufer- und Verkäuferseite, dass man da sich konkret abspricht, im Einzelfall diskutiert und abmacht, wie das vonstatten gehen soll. Und dann funktioniert das trotzdem. Aber in der Tendenz, wie gesagt, etwas komplizierter und etwas länger. Jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum, da steige ich doch gleich mal mit ein. Die Frage kommt von Dirk von der Redefco. Also Redefco ist der Handelskonzern Brennigmeier, den meisten wahrscheinlich auch bekannt, hat gefragt, würde die UBS derzeit auch Retail-Immobilien kaufen? Ich sage das immer wieder. Es ist ja nicht so, dass es Dinge gibt, die man grundsätzlich nicht kaufen kann oder nicht kaufen will, sondern letztlich geht es hier um Preisfragen. Selbstverständlich ist es so, wenn ich jetzt eine Liegenschaft anschaue, die faktisch nicht im Betrieb ist, weil eben die Firmen, die eingemietet sind, im Moment nicht die Möglichkeit haben, ihre Geschäfte zu betreiben, weil das staatlich verordnet
die jeweiligen Geschäfte geschlossen sind. Das macht die Beurteilung selbstverständlich schwieriger, insbesondere kurzfristig, weil das ja faktisch nicht ein ökonomisches Risiko ist, das wir da vor uns haben, sondern eigentlich ein politisches, weil eben Regierungen, Staaten beschließen und definieren, was getan werden kann und was nicht. Ich glaube, man darf schon sagen, bei Retail-Immobilien sind wir sicher im Moment vorsichtig und schauen uns genau an, wie sich die Situation darstellt, wie wir eben auch die längerfristigen Perspektiven einschätzen. Oder man sieht ja, die Umsätze im Onlinehandel, die sind explodiert, haben sich sehr, sehr stark entwickelt, noch mehr als das in den vergangenen Quartalen und Jahren der Fall war. Es ist sehr wahrscheinlich, dass davon auch nach Corona etwas übrig bleiben wird und das muss auch Teil einer Beurteilung sein. Jetzt kommen hier reihenweise die Fragen rein. Wir wechseln einmal kurz zu Martin rüber. Genau, Martin. Ich sehe das genau gleich, oder? Bei Klienten von uns. Also, wir sind aktuell an Transaktionen im Retail-Bereich dran. Es gibt Transaktionen in der Schweiz im Retail-Bereich, die laufen. Und da ist nicht die Frage, ob diese Transaktionen im Moment jetzt abgebrochen werden, sondern vor allem auf Käuferseite ist letztlich die Frage, können eben die, ich kann nicht einmal mehr sagen, zum Teil Risiken, zum Teil sind es ja Gewissheiten. Man weiß ja, dass gewisse Branchen bis Ende Jahr wahrscheinlich kaum einen Umsatz mehr haben werden. Da geht es letztlich darum, dass diese Punkte einfach in den Verträgen und in den Bewertungen entsprechend abgebildet werden können. Entsprechend je nachdem auch eben mit flexiblen Preisanpassungsklauseln. Und dann laufen diese Transaktionen weiterhin. Das ist so. Ja. Kann man, wenn man jetzt eine Transaktion, also bleiben wir nochmal bei dem Retail, weil da sind ja zwei, drei Sachen in der oder eine größere Sache jetzt in der Schweiz gelaufen mit der Signa und ich glaube der Mikrogruppe. Hätte man überhaupt eine Chance, aus Transaktionen auszusteigen, Martin? Wenn sich so fundamentale Marktparameter ändern, zu sagen, hey, jetzt hat, also weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt Globusmärkte haben möchte. Vielleicht zuerst vorausgeschickt, dass das auch klargestellt ist. Ich bin in die Migros-Globus-Transaktion nicht involviert. Entsprechend kann ich hier offen sprechen, aber entsprechend habe ich auch keine Insider-Infos, die ich sowieso, wenn ich sie hätte, nicht geben könnte. Aber einfach mal generelle Beurteilung. War jetzt der Anwalt. Genau. Ja. Also, ich glaube, jetzt kommt die typische Anwaltsantwort, oder? Es kommt drauf an, oder? Das ist letztlich mal eine Frage, wie ist ein Vertrag ausgestaltet, oder? Eine erste Frage ist, oder hat ein Vertrag eine sogenannte MAC-Klausel, eine Material Adverse Change Clause? Die meisten Immobilienkaufverträge, zumindest in der Vergangenheit, hatten das typischerweise nicht. Und wenn keine solche Klausel besteht, dann muss sich ein Käufer eigentlich auf allgemeine Rechtsgrundsätze berufen können, warum er einen Vertrag, der grundsätzlich zu halten ist, eben nicht halten will. Stichworte sind hier Grundlagenirrtum oder die sogenannte Clausula rebus sic stantibus, sprich, dass sich die Verhältnisse eben so geändert hätten, dass der Abschluss und Vollzug des Vertrages nicht mehr zumutbar ist, vernünftigerweise. Da muss man klar sagen... Corona ist so ein Fall dann oder nicht? Genau, oder? Also da muss man klar sagen, die Gerichte in der Schweiz, aber auch in Deutschland oder Österreich sind extrem zurückhaltend mit der Annahme einer solchen Klausel. Und da ist es schon sehr, sehr fraglich, ob man sich darauf berufen kann. Ich glaube, die Chance ist klar unter 50%. Dann gibt es Verträge, die eine solche MAC-Klausel haben. Nur ist es da eigentlich typischerweise so, dass sich diese Klausel auf Ereignisse beziehen, die eine bestimmte Immobilie oder Gesellschaft individuell betreffen. Und allgemeine Änderungen im Marktumfeld sind typischerweise ausgeschlossen. Also auch hier dürfte es schwierig sein, aus einem Vertrag problemlos herauszukommen. Was dann noch bleibt, ist, dass Immobilienverträge
zumindest in größeren Transaktionen natürlich entsprechende Gewährleistungen enthalten. Und diese Gewährleistungen werden oft nicht nur per Signing, Unterzeichnung, sondern auch per Vollzug abgegeben. Und da kann es natürlich in der Tat sein, dass ich jetzt zwischenzeitlich eine Gewährleistung als falsch herausstellt. Und dann hat man unter Umständen einen ganz konkreten Ansatz, eben den Vollzug zu verweigern als Käufer. Aber im Allgemeinen gilt immer noch, pack das um zur Wanda. Und wenn der Vertrag nicht spezifisch etwas vorsieht, ist das rechtlich schwierig. Und dann ist natürlich immer noch die Frage der Macht des Faktischen, ob sich Käufer und Verkäufer beispielsweise trotzdem auf eine Preisanpassung einigen, wenn der Käufer schlicht und einfach sagt, sorry, unter den gegebenen Umständen, ich kann nicht mehr vollziehen, weil ich habe beispielsweise die Finanzierung nicht mehr. Jetzt hast du vorhin das angesprochen mit MAC-Klausel und variableren Konditionen in Verträgen. War vermutlich bisher nicht üblich, Martin, oder? Das ist ganz klar. Die typische Immobilientransaktion bis jetzt, die sieht einen fixen Kaufpreis vor, der zu 100% am Vollzugstag gezahlt wird. Und da ist es natürlich schon so, gerade bei Transaktionen, die jetzt anlaufen, dass diese Konzepte überdacht werden. Letztlich sehen wir eigentlich nichts anderes, als was wir in M&A-Transaktionen bei Gesellschaften, die eben nicht einen sehr stabilen Cashflow bieten, sei es, weil sie ein sehr zyklisches Business betreffen, sei es, weil ein großer Teil des Wertes an bestimmten Personen hängt, dann wird ein Earnout vereinbart, oder? Wenn ich eine Privatbank kaufe, dann knüpfe ich den Preis unter anderem an die Assets under Management, die nach einem oder zwei Jahren noch da sind. Und diese Überlegungen macht man sich natürlich heute genau gleich in Immobilientransaktionen. Soll ich eben je nachdem beispielsweise eine Preisanpassung vorsehen, wenn sich eben herausstellt, dass die Mieter die Mietverträge nicht erfüllen können? Würdest du, Daniel, solche variablen Earnout-Konditionen akzeptieren? Also wenn du Verkäufer bist, dann hast du ja irgendwas in den Büchern, wo du nicht so genau weißt, wie viel Geld habe ich jetzt wirklich dafür bekommen. Ja gut, du hast ja vorher schon Projektentwicklungen angesprochen, wo wir eben, da ging es um Mietzinsgarantien. Gibt es natürlich verschiedene andere Mechanismen, die heute auch schon ab und zu angewendet werden, wo eben nicht der ganze Kaufpreis am Tag X fließt, sondern noch von irgendwelchen Bedingungen, irgendwelchen Abmachungen abhängig ist. Das heißt, in Zeiten wie diesen, wo eben gewisse Unsicherheiten bestehen, die man im Moment vielleicht tatsächlich auch weder von Käufer- noch Verkäuferseite schlüssig bestimmen kann oder abschließend beurteilen kann, ist es sehr wohl denkbar, dass man eben in solche Modelle hineingeht, dass man sagt, es gibt zwar einen Basiskaufpreis, aber der kann adjustiert werden, je nachdem, wie sich gewisse Parameter entwickeln. Von daher glaube ich, wird es in den Diskussionen, in den einzelnen Transaktionen schon fast automatisch zur Diskussion solcher Modelle kommen und die müssen wir dann individuell beurteilen, ob sie für uns oder beziehungsweise für unsere Anleger Sinn machen und attraktiv sind. Aber ich glaube absolut, dass in unsicheren Zeiten wie diesen ich sage jetzt mal, etwas unkonventionellere Modelle Anwendung finden können. Und das ist auch, glaube ich, sehr sinnvoll so und für uns durchaus denkbar. Ja. Jetzt haben wir eine Frage von Andreas Hoffmann an dich. Nehme ich mal an, Daniel, dein ehemaliger Kollege, der jetzt bei Cromwell ist, welche Renditeveränderungen erwartet ihr innerhalb der nächsten 1,5 Jahre? Das ist natürlich jetzt zwei Insider untereinander. Ja, wir haben das natürlich alles auf die dritte Kommastelle schon ausgerechnet und ich kann da gerne einen Chart dazu auflegen. Nein, es ist natürlich sehr schwierig im Moment einzuschätzen, wie sich die Renditen entwickeln. Und es wird selbstverständlich große Unterschiede geben. Ich glaube, ihr habt vorher kurz eingeblendet, wie die Einschätzung der Teilnehmer hier an der Veranstaltung ist. In Bezug auf die einzelnen Nutzungen, da wird es sicher stabilere Segmente wie beispielsweise das Wohnsegment geben. Interessant finde ich im Moment Logistik, weil Logistik natürlich einerseits auch betroffen ist von Corona, andererseits aber auch eben zum Teil sogar positiv betroffen ist, weil eben der Onlinehandel
erblüht und da Themen neuen Aufschwung gewonnen haben, im Gegensatz zu vor der Krise. Insgesamt glaube ich, dass es selbstverständlich Bereiche geben wird, wie beispielsweise Hospitality, wie beispielsweise Retail, wo Druck sichtbar werden wird, wo wahrscheinlich auch gewisse Anpassungen in Bezug auf die Renditen stattfinden müssen. Wenn wir aber wieder ein bisschen über Corona hinausschauen und den Weitblick anwenden, wie ich ihn schon angesprochen habe vorher, dann kann man davon ausgehen, dass weiterhin zum Beispiel gewohnt wird, dass weiterhin Geschäfte stattfinden werden nach Corona, dass weiterhin das Leben funktioniert, sage ich, oder wieder funktioniert, vielleicht etwas anders, aber nicht, dass das komplett anhält nach der Krise. Und deshalb eben wichtig, einerseits die aktuelle Situation zu beleuchten, aber auch langfristig das anzuschauen. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass wenn man aus einer längerfristigen Perspektive die Situation beurteilt, dass nicht einfach automatisch alle Renditen hochschnellen oder alle Werte runtergehen, sondern dass man das sehr individuell beurteilen muss und dass nach der Krise eben durchaus wieder eine stabile Situation eintreten kann. Wir können auch davon ausgehen, dass beispielsweise die Zinsen nicht steigen werden. Sie sind zwar kurzfristig gestiegen, während dem gröbsten Tumult der Krise, sage ich jetzt mal. Da ist einfach, haben sich alle Preise entsprechend verändert. Wir sehen ja aber die Zinsen bereits wieder tendenziell etwas zurückkommen. Ich glaube, das wird dafür sorgen, dass Immobilien weiterhin attraktiv bleiben. Und deshalb, nochmal, glaube ich, ist es wichtig, die Krise anzuschauen, zu beurteilen, aber unbedingt auch darüber hinauszuschauen. Jetzt, Jonas, blend noch mal bitte die beiden Grafiken ein. Ich würde gerne noch einmal auf diese erste gehen, mit dem, wie schaut es in den Transaktionen aus, und dann noch mal die zweite mit den jeweiligen Assetklassen. Weil das eine ist ja noch mal in der Transaktion. Ja, da sieht man abgesagt oder verschoben eher gering, verzögert eher mehr. Also alle rechnen mit Verzögerungen, aber ganz wenige oder nur 36% rechnen mit abgesagt oder verschoben. Das wird man sich sicher anschauen. Wenn man sich Stimmungsparameter in Asien anschaut, dann sind die ja schon weiter. Da hat es auf jeden Fall mal auf die Transaktionen durchgeschlagen. Also wir werden sehen, wie das in Europa ist. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie rübergehen oder auf das nächste Umfrageergebnis, dann sieht man natürlich jetzt eine sehr unterschiedliche Einschätzung. Also klar, Wohnen, stabiler Cashflow, anzunehmen, dass da recht wenig passiert. Jetzt schauen wir mal in das Hospitality-Thema Hotel und Gastronomie. Also jetzt gibt es ja zwei Thesen. Die eine Sache ist, Mensch, eigentlich bei der Marktunsicherheit, ein Hotel wird in 24 Monaten sicher auch wieder laufen. Also ist es die Möglichkeit auch zu kaufen? Also oder lässt sich es überhaupt gar nicht verkaufen, weil es keinen Käufer findet? Daniel, mal Frage an dich. Ja, die Antwort ist wieder dieselbe. Ich glaube nicht, dass man solche Immobilien nicht kaufen oder verkaufen kann, sondern man muss einfach die Situation anschauen, ob das noch attraktiv ist und zu welchen Konditionen vor allem das attraktiv ist. Ich denke, das ist der wichtige Punkt. Und natürlich muss man auch davon ausgehen, oder man darf davon ausgehen, dass auch Hotels nach der Krise existieren. Da gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die Hotelbranche nachher nicht mehr existent sein wird. Welche Formate, welche Betriebe, welche Häuser dann effektiv in welcher Art und Form überleben, das, denke ich, muss man sich schon genau anschauen. Also ob effektiv nachhaltig die Tragfähigkeit von Betrieben noch gegeben ist, ob es da allenfalls halt Veränderungen von Betreibern gibt beispielsweise, weil das Haus vielleicht gut ist, aber der Betreiber vielleicht nicht optimal aufgestellt. Da gibt es schon große Fragestellungen und das sind auch keine einfachen Fragen, die es da zu beantworten gibt. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner Behauptung, dass es nicht so ist, dass Transaktionen einfach nicht mehr stattfinden können, sondern es kommt auf die Konditionen drauf an. Und da ist es natürlich auch möglich, dass dann eben tatsächlich das eine oder andere Schnäppchen dabei ist in den nächsten Quartalen. Martin, wenn man jetzt genau sowas anschaut und man sieht jetzt, dass man im Handel und im Hotel und Gastronomie, wie soll ich sagen, sehr stark betroffene Assetklassen hat. Wie würde man da im Transaktionsprozess im Speziellen vorgehen?
Also vielleicht möchte ich noch ganz kurz anschließen zunächst an das, was Dani Brühlmann schon gesagt hat. Ich glaube, diese Umfrage gibt ein durchaus repräsentatives Bild, inwieweit einzelne Asset-Klassen betroffen sind von der Krise im Sinn von, wie Renditen oder Kaufpreise hier unter Druck kommen. Aber das ist aus meiner Sicht natürlich in keiner Art und Weise eine Indikation dafür, dass jetzt im Hotel- und Gastronomiebereich wegen dem viel, viel weniger Transaktionen stattfinden würden als im Wohnbereich. Also das haben wir auch in anderen Krisen gesehen, sei es 2009, Finanzkrise, sei es 2001, als die Internetbubble geplatzt ist und so weiter und so fort. Also Betroffenheit einer Asset-Klasse heißt nicht per se keine Transaktionen mehr, sondern zum Teil im Gegenteil. Also insbesondere, wenn es dann natürlich bis in den Bereich Restructuring geht, dann kann es plötzlich in einem bestimmten Bereich wie etwa Hotels, Gastronomie, plötzlich sehr, sehr viele Transaktionen geben. Das sind dann einfach andere Transaktionen oder Transaktionen, wo sich wiederum ganz andere Fragen stellen. Oder? Also es stellt sich in diesem Umfeld und in diesen S-Klassen dann viel mehr auch Fragen zum Beispiel nach finanzieller Stabilität der Parteien beispielsweise. Also das betrifft zum einen mal die Käuferseite, eben stehen Finanzierungen noch? Also wir machen gerade eine sehr interessante Erfahrung im Zusammenhang mit Schweizer Kantonalbanken, wo die federführende Kantonalbank eine größere, vor 3 Wochen war das noch, einen Loan-to-Value von 70% problemlos zugesagt hat und gestern waren es nur noch 55%. Und das macht dann natürlich kleinere Differenz, da fehlt plötzlich ein Teil des Kaufpreises. Also das ist ein wichtiger Punkt in solchen Transaktionen, in einem solchen Umfeld, die finanzielle Stabilität der Parteien. Eben Sicherung der Finanzierung auf Käuferseite, aber umgekehrt auch auf Verkäuferseite, wo sich vermehrt Fragen stellen für den Käufer. Ja, wie sind potenzielle Ansprüche meinerseits nach dem Vollzug der Transaktion eben abgesichert? Weil wenn der Verkäufer nicht mehr da ist, dann ist nichts mehr zu holen. Das ist eine Frage. Oder ganz extrem, wenn es sich effektiv bei einem Verkäufer dann um einen Notverkauf handelt, dann werden sich plötzlich Fragen stellen, ob der Verkäufer im Zeitpunkt des Verkaufs eben überhaupt noch dieses Asset zu einem bestimmten Preis verkaufen durfte. Und entsprechend sind dann auch hier entsprechende Absicherungen, Bewertungen gefragt, dass man plötzlich nicht auf einer Transaktion sitzt, die einem potenziellen Konkursverfahren des Verkäufers als ungültig erklärt wird. Daniel, merkt ihr das auch in der Refinanzierung, dass von den Banken andere LTVs verlangt werden? Also es gibt schon die eine oder andere Diskussion effektiv in Finanzierungen drin. Ich war aber eigentlich jetzt in den letzten Wochen positiv überrascht, kann ich sagen, dass effektiv die Banken sehr wohl präsent sind und Interesse haben, Finanzierungen abzugeben. Es gab ja sogar in der Schweiz gab es zwar einen kurzen oder eine kurzfristige Erhöhung der Hypothekarzinsen. Das haben vielleicht andere Teilnehmer hier auch schon festgestellt. Das ist aber sogar bereits wieder daran, sich zu korrigieren. Es ist aber natürlich so, dass tendenziell mehr Fragen gestellt werden. Es gibt auch einzelne Banken, die beispielsweise eben Nutzungen ausschließen im Moment. Einfach sagen, ja, das finanziere ich jetzt im Moment nicht. Ich bin aber relativ überzeugt, dass sich das auch im Sinne der Weiterentwicklung der Krise relativ bald wieder legen wird. Und was man sagen kann, insgesamt, es gibt Finanzierungspartner, Finanzierungen sind erhaltbar im Moment, sie sind auch zu guten Konditionen verfügbar, aber es gibt mehr Fragen, mehr Diskussionen und es wird sicher auch, wie es Martin vorher gesagt hat, es gibt sicher die eine oder andere Transaktion, die auch aufgrund der Fremdfinanzierung dann vielleicht nicht stattfinden kann oder zu anderen Konditionen stattfinden muss. Das würde ich schon nicht ausschließen.
Jetzt ist ja naheliegend, dass man sagt, Mensch, pass mal auf, Shopping und Hotel oder so macht es besonders schwierig. Wann fängt es an, dass Büro betroffen ist? Jetzt sind wir ja alle zu Hause, stellen fest, zu Hause funktioniert Arbeiten auch. Man ist jetzt nicht weniger effektiv. Wir haben auf der Skala vorhin gesehen, Büro kommt jetzt bei 50% rein. Fängt es da auch schon an, wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut, dass man in der Due Diligence beurteilen müsste, ist das Büro zukunftsfähig? Also werden solche Fragen schon gestellt? Ich frage jetzt mal euch beide. Martin, vielleicht fangen wir mit dir an. Also siehst du sowas schon in Due Diligence? Also das sehe ich ganz klar. Und ich muss sagen, oder, das sehe ich jetzt nicht nur in Transaktionen, sondern ich sehe das ganz konkret auch bei Baker McKenzie Zürich. Auch wir stellen uns natürlich genau diese Fragen. Wir machen genau die Erfahrung, die du angesprochen hast, Wolfgang, dass Remote Working funktioniert vielleicht nicht so gut, wie wenn man den direkten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen hat. Aber in einem bestimmten Umfang funktioniert das natürlich hervorragend. Und entsprechend, wie gesagt, sei es für uns als Büro, sei es für unsere Klienten, wird es wichtiger, einerseits zu prüfen, ob ein Gebäude in dem Sinn eben an zukünftige Arbeitsmodelle flexibel angepasst werden kann oder ob die Wände einfach, weiß jetzt auch nicht, aufgrund der Fenstereinteilung und, einfach fix so eingezogen sein müssen. Und dann stellt sich ganz generell die Frage nach dem Bedarf nach Anzahl Quadratmeter pro Mitarbeiter, der aus meiner Sicht definitiv nicht steigen wird. Wir haben ja so eine Situation, Daniel, schon mal in Holland erlebt, also dass wir tatsächlich mit Leerständen konfrontiert war, weil sich der Markt in Holland auf die Quadratmeter je Mitarbeiter sehr stark verändert hat. Da waren wir ja in Deutschland, Österreich, Schweiz sehr konservativ unterwegs. Erwartet ihr in eurem Portfolio dort auch eine Veränderung? Also ich glaube, da sind wir genau in diesem Bereich, wo man unterscheiden muss zwischen den kurzfristigen und den längerfristigen Auswirkungen dieser Krise. Oder kurzfristig haben wir gesagt, da gibt es Fragezeichen, was wie wo geöffnet sein kann, wo die Mieterträge effektiv in welcher Form und wann fließen. Langfristig denke ich, oder längerfristig denke ich, ist das eine sehr spannende Frage. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben Büroformate sich allenfalls auch verändern. Also ich sehe das an mir selbst, der eine oder andere hier in der Veranstaltung wird das auch kennen. Vor Corona habe ich mit Zoom nicht so viel am Hut gehabt, wenn ich ehrlich sein darf. Und ich habe jetzt das gelernt und habe gemerkt, dass das gar nicht so schlecht funktioniert. Vielen anderen wird es auch so gehen. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass eben die Art und Weise, wie Homeoffice, wie Büros genutzt werden, sich auch längerfristig bis zu einem gewissen Grade verändern. Das heißt, ich glaube, dass die Bürofläche als Ort, wo man sich trifft, wo man gemeinsam arbeitet, gemeinsam Sitzungen abhält beispielsweise und Diskussionen führt, das wird es weiterhin brauchen. Aber vielleicht gibt es tatsächlich als Resultat dieser Krise gewisse Veränderungen im Büro-Layout, in den Anforderungen, die Büroflächen erfüllen müssen in Zukunft. Das heißt, die Flexibilität von Büroflächen, die wird sicher in Zukunft noch wichtiger sein, als es bis jetzt schon war. Und es ist natürlich auch denkbar, dass am einen oder anderen Ort oder die eine oder andere Firma tatsächlich weniger Quadratmeter nachfragen wird nach der Krise, einfach weil man gesehen hat, dass Homeoffice durchaus funktioniert. Aber ich glaube, viel wichtiger ist effektiv, sich zu überlegen, welche Formate, in welcher Form, vielleicht auch in welcher Fristigkeit in Zukunft noch gefragt sein werden und ob es da tatsächlich als Resultat der Krise Veränderungen gibt. Ich kann mir das schon vorstellen, dass da das eine oder andere übrig bleibt. Ist es dann so, wenn ihr so längerfristige Überlegungen habt, dass ihr sagt, ihr würdet im Portfolio eher umschichten oder was sind so eure Überlegungen derzeit, wenn man so auf lange Sicht geht? Also ich glaube, ihr habt Wohnen ohnehin in der Schweiz stark mit dazu gekauft, oder? In der Vergangenheit? Ja, das ist so gut. Eben, da ist die Schweiz vielleicht ein bisschen ein außergewöhnlicher Fall. Oder? Wir haben in unseren Portfolios, in diesen rund 23 Milliarden, die wir Assets under Management haben, haben wir immer noch deutlich über 50% Wohnanteil. Das heißt, Wohnen ist ein sehr starker Teil bei uns. Auch da gibt es ja natürlich Veränderungen von Wohnformen über die Zeit, die jetzt nicht unbedingt Corona getrieben sind.
sondern generell sich die Verhältnisse und die Anforderungen an Wohnraum tendenziell verändern, aber auch im Bürobereich, in den anderen Nutzungen und eben auch in ausländischen Märkten. Ich glaube, die Veränderungen, über die man jetzt nachdenkt, das ist ja nicht so, dass es diese Überlegungen vor der Krise nicht gegeben hat. Es ist, denke ich, einfach tendenziell so, dass sich Veränderungen beschleunigen gegenüber vor der Krise. Das kann ich mir schon vorstellen. Und in dem Sinne, wir überprüfen regelmäßig unsere ganzen Portfolien in allen Produkten drin. Und selbstverständlich werden solche Überlegungen auch in die Beurteilung der einzelnen Liegenschaften einfließen und vielleicht zur einen oder anderen Umschichtung dann führen. Ich würde jetzt noch mal so eine Runde der Abschlussstatements machen. Martin, von deiner Seite. Also jetzt haben wir relativ viel für Krise gesehen. Krise, glaube ich, heißt auch Chance. Was ist denn, sind so deine Überlegungen dazu? Also das ist definitiv richtig, oder? Ich denke, wir sollten in dieser Corona-Situation definitiv nicht nur in negativen Szenarien denken und an Risiken denken, sondern, und das sehe ich jetzt natürlich wieder aus anwaltlicher Sicht, oder? Ich denke, wenn man in Transaktionen die Risiken, die die heutige Zeit eben bereithält, adäquat berücksichtigt und absichern kann, das können Preisanpassungsklauseln sein, das können potenziell Rücktrittsmöglichkeiten sein, das können potenziell zusätzliche Sicherheiten im Rahmen einer Transaktion sein. Also wenn man diesen Risiken, die es heute zweifellos gibt, adäquat Rechnung tragen kann in einer Transaktion, dann ist eben diese Corona-Zeit nicht nur ein Risiko, sondern es ist aus meiner Sicht vor allem auch eine Chance. Und in dem Sinn bin ich durchaus zuversichtlich, was das Transaktionsumfeld und die nächsten Monate betrifft. Okay. Daniel, Risiko oder Chance? Ja, ganz klar beides. Also natürlich gibt es Risiken, die muss man beurteilen, aber daraus entstehen eben auch Chancen. Und ich glaube, ich habe jetzt schon 2-3 Mal die Weitsicht angesprochen. Ich denke, es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wir sind zwar jetzt in einer Krise, aber wir werden aus dieser Krise herauskommen. Vielleicht können wir Chancen nutzen in dieser Krise, aber ganz wichtig, glaube ich, ist eben, sich bewusst zu sein, die Welt dreht sich weiter, es wird eine Welt nach der Krise geben. Das heißt, es ist jetzt auch die Chance, sich Gedanken zu machen, wie wir aus dieser Situation, aus dieser Krisenzeit wieder herauskommen können, wie wir allenfalls eben sogar die eine oder andere Chance in der Krise nutzen können. Und in dem Sinne möchte ich eigentlich einen Appell an alle Teilnehmer dieser Veranstaltung richten in Bezug auf Transaktionen. Ich würde euch allen sagen, schaut euch Transaktionen an, schließt Transaktionen ab, denn man muss sich bewusst sein, wenn keine Transaktionen stattfinden, ist die Unsicherheit groß, was Preise, was Renditen, was Konditionen betrifft. Je mehr Transaktionen abgeschlossen werden, auch jetzt in dieser ungewöhnlichen Situation, desto mehr Datenpunkte gibt es, desto mehr Klarheit wird es auch geben in Bezug auf die Bewertungen. Das heißt, je mehr Transaktionen jetzt abgeschlossen werden, desto besser lässt sich die Situation beurteilen. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich, eben dran zu bleiben, sich Transaktionen anzuschauen und sie auch in dieser Zeit abzuschließen. Ja, wir haben in der Spitze heute über 200 Teilnehmer gehabt. Man sieht, die Mehrheit ist Schnäppchenjäger und schaut und wartet. Das ist ja mal ein positives Zeichen. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Diskussionsrunde und gebe jetzt an Roman nochmal und für die Zusammenfassung und den Ausblick für nächste Woche. Danke, vielen Dank, Wolfgang. Auch ich bedanke mich herzlich für die Einschätzungen unserer Experten und die engagierten Voten. Offensichtlich sind die Verwerfungen je nach Segment sehr unterschiedlich, das haben wir gehört. Einerseits hat die Corona-Krise bereits vorhandene Schwierigkeiten verstärkt, wie zum Beispiel das Retail-Segment zeigt. Andererseits wurde aber auch die bis dahin mehr oder weniger stabile Hospitality-Branche von der Corona sehr stark sogar betroffen. Trotz aller Schwierigkeiten können wir aber feststellen, dass der Markt für Immobilien grundsätzlich nach wie vor funktioniert, auch wenn die Spielregeln zum Teil andere sind, wie unsere Referenten anschaulich ausgeführt haben.
Und es gibt auch Chancen. Hier könnte man auf die viel zitierte, auf das viel zitierte Schlagwort Resilienz hoffen. Hoffentlich entwickeln wir Kräfte in dieser Krise, um da auch verstärkt oder gestärkt daraus hervorgehen zu können. Nochmals vielen Dank für die interessanten Beiträge und Insights. Ich denke, unsere Experten haben in der Diskussion bewiesen, dass sie zu Recht zu den Real Estate Brains gezählt werden. Alle Ausgaben von Real Estate Brains können übrigens auch im Nachhinein angeschaut werden. Wir publizieren die auf YouTube. Sie finden den Zugang dazu auf den Webseiten der drei Veranstalter Build World, Swiss Circle und Swiss PropTech. Nun möchte ich noch einen Ausblick machen auf Real Estate Brains Nummer 4. Heute in einer Woche treffen sich weitere Experten zum etwas provokativen Thema Corona-Krise, Immobilienkrise, Bankenkrise. Wir begrüßen dabei Dr. Bert Schwab, unter anderem Verwaltungsratspräsident der Zug Estates, Verwaltungsrat Raiffeisen Schweiz, Venture Partner von PropTech One Ventures und Mitglied des Swiss Circle Beirats. Dann begrüße ich auch Ulrich Zick, er ist Head of Treasury bei Corpus Herrera, die zur Swiss Life Group gehört. Dienstag, 28. April um Punkt 8 Uhr morgens, frisch und munter, trotz Homeoffice und anderer Schwierigkeiten. Ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und gute Gesundheit. Also, Dankeschön. Tschüss. Danke. Dankeschön. Tschüss.